this afternoon. This is that hotel in Dessau. We weren't here come. That is nicht der Anfang. Wir haben schon angefangen. Ich habe versucht, diese Stadt Dessau hat versucht, die Lizenz von Nokta wegzunehmen. Ich habe das gemacht. Ich habe das unterschied. Hör auf mit Rassismus in Sachsen-Anhalt. Hör auf mit Rassismus in Deutschland. Hör auf mit die Leute zu töten. Hör auf die Leute zu kontrollieren. Wir haben Recht, hier zu bleiben. Keiner von euch wird uns sagen, wir müssen gehen. Wir haben Recht, hier zu bleiben. Wir werden hier bleiben. Residenzpflicht wird auch geschafft werden. Ich würde auch, wir werden alles machen, damit die Residenzpflicht auch, die ihr nützt gegen uns, dieser Rassismus in Dessau, dieser Rassismus in Sachsen-Anhalt, wir werden weiterkämpfen. Rassismus werden wir bekämpfen ohne Ende. Die könnten alles gegen uns machen, aber wir wissen, dass wir, People of Color, wir haben Recht, hier zu bleiben. Es gibt eine Gruppierung, die seit Jahrzehnten, fast ein Jahrhundert, Millionen von Menschen umgebracht hat, Millionen von Menschen vertrieben haben. Die sind immer noch in die deutsche Landtag. Die sind in Ostdeutschland, die sind in Westdeutschland. Wir sprechen von der NPD und wir sprechen von vielen anderen politischen Gruppierungen, die irgendwie sich auf Hass aufgebaut haben. Dennoch Aktivisten, die für Recht kämpfen, die für Gerechtigkeit kämpfen, die für ein normales Leben für alle Menschen kämpfen, die werden in den Knast gebracht mit Paragraph 129a. Die werden als Terroristen genannt. Bin ich wirklich? Einer muss es ja machen. Nazi raus! Nazi raus! Nazi raus! Nazi raus! Nazi raus! Nazi raus! Wir kommen wieder! Keine Frage! Nazi raus! Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeidienststelle unter furchtbaren Schmerzen gestorben. Was so harmlos begann mit einer kleinen Pöbelei, endete mit Oury Jallohs Tod.
Gleichgültigkeit und Rassismus von Beamten haben ein rechtzeitiges Eingreifen verhindert.